Nachdem wir in der letzten Folge das Kapitel 3 endlich erfolgreich absolvieren konnten, was kommt dann? Natürlich uns bei alle Herausforderungen des dritten Kapitels. Wir gehen mal hier direkt auf Charakterinfo und sehen verstrichene Tage 12. Das ist genau das, was wir auch als erstes an Herausforderungen gestellt bekamen. Und die haben wir demzufolge auch erfüllt. Das heißt, schließe das Kapitel innerhalb von 30 Tagen ab. Wer da noch einen Hinweis braucht, naja, der braucht sich ja bloß das Kapitel 3, den Speedrun von mir angucken, und da zeige ich euch ja perfekt, wie es funktioniert. Aber was soll ich sagen? Es gibt keine Tipps an der Stelle. Wir haben es bei Kapitel 1, bei Kapitel 2 schon erlebt. Wer das einmal gespielt hat, also das normale Kapitel von vorne bis hinten, der sollte überhaupt gar keine Probleme haben, dieses Erfolgserlebnis für sich in Anspruch nehmen zu können. Ja, also das ist meiner Meinung nach easy going. Easy going ist übrigens auch, bringe deine Siedlung auf Stufe 5. Machen wir aber später, denn spätestens bei den Bauplänen sollten wir so viel Siedlungspunkte bekommen, dass wir automatisch gleich die Herausforderung mit abschließen. Das heißt, wir fangen jetzt an mit besiege alle Trollbosse und Giganten, und wer wissen möchte, wo die sind, der soll einfach mal aufpassen. Und es geht los. Der erste Boss befindet sich auch direkt mal in unserer Siedlungsnähe. Hier der Beweis, da ist das Tor, durch das wir als erstes laufen mussten. Und dahinter ist direkt die Siedlung. Und wenn man hier geradeaus läuft, ist auch schon der erste Troll in Sichtweite. Das Schöne ist, am Ende dieses Kapitels bekommen wir ein sehr, sehr nützliches Item. Meiner Meinung nach das beste Item, was Dragon Quest Baldur hier zu bieten hat. Und zwar den Rambolin. Damit sind wir nahezu unbesiegbar, wenn wir nicht gerade irgendwo gegen eine Wand krachen. Der Gegner kann keinen Schaden auf uns anrichten, finde ich sehr interessant. Weil wenn wir den Gegner attackieren, ach hier komm, ich zeig's direkt mal. Ich steige mal auf, wir preschen nach vorne. So, und hier, warte mal, ich mach mal die Steine hier weg, die nerven. Das ist genau das, wo wir es etwas schwieriger haben, den zu besiegen. So, jetzt passt auf. So, jetzt sehe ich mal die Rambolinen und zack, wir machen 150 Schaden. Der klopft zwar auf uns drauf, aber das interessiert uns gar nicht, weil wir nehmen warum auch immer keinen Schaden. Wir nehmen keinen Schaden. Sobald wir den ersten Schritt gemacht haben, nehmen wir einfach keinen Schaden. Und das ist einfach bei dieser Waffe nahezu perfekt. Und da kann der machen, was er will, weil der wird uns nicht besiegen. Der kann machen, was er will. Entweder wir zimmern einfach so auf den drauf, ohne zu attackieren. Wir müssen kurz den X-Knopf drücken, damit wir einen Schub kriegen. Und wenn wir den X-Knopf gedrückt haben und tatsächlich der Schub auch ausgelöst wird, ja, dann sind wir für eine kurze Zeit anscheinend unbesiegbar. In einem Art God-Mode. Ja, da kann er einpacken. Da kann jeder Gegner einpacken. Wir würden tatsächlich das Fahrzeug verlieren, wenn wir hier gegen so einen Stein krachen. Oder wenn wir getroffen werden von einem Gegner. Pass mal auf, ich versuche mal, dass das Ganze hier funktioniert. Aber während wir in der Maschine sitzen. So, warte mal, ich muss mal kurz hier die dicken, fetten Hasen weghauen. So, pass mal auf, wenn ich jetzt einfach nur auf den Zug fahre, ohne dass ich irgendwas mache, könnten wir das Fahrzeug verlieren. Hier, pass mal auf. Oder ich fahre einfach so in den Reihen. So, da sind wir nämlich tatsächlich unser Fahrzeug los. Aber das wird eh nicht passieren. Also einfach immer Gas geben, bis der weg ist. Ja, und da haben wir auch den ersten schon besiegt. Der zweite Troll befindet sich direkt hier im ersten Teleportal in der Festung. Die Lokalisierung ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall, wenn ihr euch noch an den Weg erinnern könnt, wo ihr zur Barbarella gelaufen seid, dann versucht halt möglichst alle Gänge irgendwie abzugrasen. Hinter einem versteckt sich auch sehr, sehr einfach zu sehen der Troll. Und den werden wir auch gleich besiegen, wenn der Typ hier nicht so nerven würde. Oh, vor allem das sind zwei, die nerven. Naja, auch hier hilft uns wieder der Rambock. Ne, kurzen Prozess. So, weg sind sie. Dann hau ich hier mal erstmal alles kurz und klein. Und auf geht's. Ja. Ihr seht schon, altbewährtes ist immer wieder das Beste. Na, wobei hier ist die Wahrscheinlichkeit, den zu treffen, immer wieder sehr klein. Aber es geht trotzdem. Es ist immer noch besser, als einzeln auf den drauf zu prügeln. Auch wenn wir hier ab und zu unser Fahrzeug verlieren sollten. Das macht überhaupt nichts. Ich nehme trotzdem in Kauf, dass ich hier bei jedem zweiten Anlauf in die Wand reinfahre. Aber ich brauche mich ja immer bloß umdrehen. Erneut auf den draufzimmern. Und damit kann der ja trotzdem nicht. Also auch der ist halt sehr, sehr einfach. Liegt aber auch nur an dem Rambolin. Das ist alles. Es liegt nur an dem Rambolin. Also man muss den nicht nehmen, um Gottes Willen. Aber der bietet sich halt an.
Weil wer sich hier ein paar Heilkräuter und sowas alles sparen möchte, naja, der ist gut beraten, genau dieses Item zu benutzen. Komm hier, und die letzten, die hauen wir einfach so weg. Keine gute Idee gewesen. Ich glaube, hätte ich einmal noch den Ramboliden benutzt, dann wäre auch schon weg gewesen. Ja, wir kriegen einen Feuerspeier. Damit ist der zweite auch schon besiegt. Wir schauen mal kurz, was es hier hinten noch als Belohnung gibt. Wenn wir schon besiegt haben. Oh, es sind ganze 4 Truhen. Wir kriegen einmal, ich glaube, es müsste Eisen gewesen sein. Eine Mimik. Auch interessant. Naja, dann besiegen wir die noch ganz kurz. Es kann ja sein, dass uns diese Mimik auch irgendwas anderes Cooles noch hinterlässt. Wage ich zu bezweifeln, aber sage niemals nie. Schutzrubine, der war gar nicht so schlecht. Gleich mal angucken. Ja, reduziert den Schaden durch direkte Angriffe komplett mal um 50%. Jetzt haben wir sogar noch einen Ausrüstungsgegenstand bekommen. Der Fallschaden wird um 50% reduziert. Und wir haben sogar noch mal einen Lebenssamen. Ja, das ist die Ausbeute hier an der Stelle. Und wir gehen auch direkt mal zum Giganten Nummer 3. Naja, also ich denke, an Giganten Nummer 3 dürfen wir uns alle noch erinnern, weil an den können wir einfach gar nicht vorbeilaufen. Den müssen wir auf jeden Fall mindestens einmal gesehen haben, denn von dort kommen wir. Und wir mussten auch nach dort langlaufen, um die Eisblöcke zu bekommen. Also wer den übersehen hat, ja, dem kann ich auch nicht helfen. Der muss wirklich Scheiße auf der Brille haben. Aber egal, auch hier nutzen wir unseren Ramboiden. Und das Gute ist, wir befinden uns in einer sehr, sehr weitläufigen Fläche. Das heißt, er kann uns mal gar nichts. Wir können schön an der Ruhe immer von links nach rechts stiefeln, den attackieren. Er hat schon ein Drittel seiner Lebensenergie verloren. Na, wenn wir das mal so hochrechnen, müsste er so knappe 1000 Lebenspunkte haben. 1000 Lebenspunkte, das ist schon mal gar nicht so wenig. Aber mit dem Ramboiden eine Witznummer. Wir lachen die aus, die Giganten. Und auch hier bei ihm frage ich mich, warum nehmen wir dann keinen Schaden? Das ist so richtig krass. Ich meine, wir stehen unter ihm. Er hämmert mit seinem Fuß auf uns drauf und trotzdem nehmen wir keinen Schaden. Das ist völlig faszinierend. Und auch jetzt, wo ich schon längst weg war. Krass. Naja, damit ist dann der Gigant auch schon mal Geschichte. Er stürzt nach unten und wir kriegen eine Drachenkopfsäule. Ja, an und für sich ein sehr schönes Item, aber auch hier völlig nutzlos, brauchen wir gar nicht. Erstmal wohlgemerkt. Okay, dann springen wir auch schon zum letzten. Und da ist auch schon der letzte Gigant. Er wartet hier hinter dem dritten Portal. Und auch er dürfte nicht das Riesenproblem sein. Übrigens habe ich noch einen riesengroßen Vorteil des Ramboliden festgestellt. Wir bekommen durch diesen Ramboliden, wenn wir aus großer Höhe nach unten stürzen und wir innen drin dieser Maschine sitzen, keinen Fallschaden. Na, ist das nicht nett? Wusste ich vorher nämlich auch gar nicht. Wollte ich schon längst mal austesten. Also diese Maschine, die ist, also, ich weiß auch nicht, die ist doch komplett overpowered. Die ist komplett overpowered. Warum man auch immer hier die Möglichkeit hat, an so eine Maschine zu kommen. Ja, jetzt macht uns zwar so ein kleiner Glibberschleim das Leben zur Hölle, aber auch das ist nur eine Kleinigkeit im Verhältnis dazu, wie großartig diese Maschine ist. Und vor allem gerade auch bei Gruppen von Gegnern ist sie gar nicht mal so verkehrt. Okay, hatte ich Glück gehabt. Ich dachte, der trifft uns jetzt. Jetzt habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Aber auch das, kein Problem. Ja, ich denke, noch zweimal treffen, dann haben wir den Kollegen auch besiegt. Und schon wieder nervt uns der Schleim. Das gibt's ja gar nicht. Ja, blöd ist, dass wir die halt so spät auch sehen im Blauen. Okay, jetzt stand ich zu weit weg leider. So, jetzt muss es aber reichen. Ja, und haben wir auch geschafft, alles klar. Jetzt haben wir den vierten auch besiegt und dann schauen wir uns direkt mal die Endabrechnung an. So, wir bekommen jetzt die Möglichkeit, verbotene Einrichtungsgegenstände in Terra Incognita herstellen zu können. Was auch immer verbotene Einrichtungsgegenstände sind. Ja, wer das wissen möchte, der muss einfach nur bei Twitch ab und zu vorbeigucken. Sonntags starten ja immer die Aufbaurunden in Terra Incognita. Und da werde ich diesen Sonntag auch das erste Mal endlich einen Bauversuch starten können. Da freue ich mich schon drauf. Das aber die Belohnung der ganzen Trollbosse und Giganten. Was machen wir jetzt? Setze den Bauplan für das spektakuläre Spa in die Realität um. Und genau das gucken wir uns jetzt an.
Für den Bauplan Spar müssen wir uns links halten. Wir starten direkt hier im dritten Teleportal und wir gehen auch direkt mal hier links nach oben. Und ich weiß nicht genau, wie das bei anderen Durchläufen ist, aber ich habe herausgefunden, dass wir zwei verschiedene Orte haben, wo wir diesen Plan finden können. Ich zeige euch auch direkt mal, wo ich ihn bei meinem ersten Durchlauf bekommen hatte. Das war nämlich hier in dieser Höhle. Direkt hier ist so eine kleine Nische, da bin ich reingegangen, da war auf einmal dieser Plan drin. Hier im zweiten Durchlauf war der aber woanders versteckt. Ich nehme mal wieder meinen Ramboliden, damit komme ich ja sehr einfach durch die Kante und gehe einfach mal hier so schön geradeaus. Wenn ich nicht einfach gegen Bäume crashen würde. So, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen links halte, dann ist hier auch eine Höhle. Und tatsächlich, wenn ich dort reingehe, wird sich der Bauplan auch befinden. Hier ist noch ein bisschen Gold drin. Wer das braucht, sollte hier mal einen Besuch abstatten. Dieser Höhle. Ja, deswegen, also ich weiß wirklich nicht, ob es rein zufällig eine vollkommen unwillkürliche Truhe ist, die hier im dritten Gebiet versteckt ist. Aber wir haben hier tatsächlich einen spektakulären Plan gefunden. Und zwar ist das der von Spar. Na dann gehen wir direkt mal zurück. Hier wird nichts gekürzt und geschnippelt. Gucken wir uns direkt mal an, wie der Plan aussieht. So, dazu muss ich bloß noch den Ausgang finden. Ach komm, hier, nee, es gibt einen Schnitt. Wir sehen uns gleich im Dorf wieder und dann gucken wir uns den Bauplan mal genauer an. So sieht schon mal unser legendäres Bar im Grundriss aus. Und es gibt zwei Sachen, die etwas nervig sind in der Herstellung. Oder zumindest die Sachen zu besorgen. Das eine ist ein Wasserspeier und das zweite, das ist ein Teegedeck. Wer jetzt wissen will, wie man an die beiden Sachen kommt, der muss aufpassen. Das zeige ich nämlich jetzt erstmal. Den Wasserspeier, den bekommen wir hier von der Person. Das ist eine erstaunlicherweise neue Frau. Die haben wir ja in dem Outfit noch nie gesehen. Ich bin ja begeistert. Sie nimmt hier ein Bad und gönnt sich einen zum Besten. Und wenn wir die anquatschen, sagt sie, oh mein Gott, ich fühle mich so beobachtet. Aber nun endlich habe ich dich entlarvt. Ja, und sie denkt, wir sind der Übeltäter, der hier einfach rumspannert. Und dabei ist das dieser finstere Gesell da hinten hier, der glotzt so richtig schön widerlich herein, aber der will die nicht irgendwie, naja, sexuell missbrauchen. Nein, der will die aufessen. Ich schau mal, ob das funktioniert, hier einfach eine Klotz reinzusetzen. So, damit ist der schon mal weg. Wir quatschen die Dame erneut an. Hm, wie bitte? Du warst es mitnichten, der im Hinterhalt lauter, sondern vielmehr ein schädlicher und widerwärtiger Troll? Genau, der Troll war es, Schätzchen. Hm, für wahr, es ist merkwürdig, dass er dieses Scheusal nicht angegriffen hat. Womöglich handelte es sich um einen anständigen Troll, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Damen vor Schaden zu bewahren. Ja, genau. Also draußen hat er noch gesagt, dass sie sehr lecker aussieht. Na gut, kann man ja auch... Ach nee, er wollte sie verschlingen, hat er ja eindeutig gesagt. Hm, ob schon ich nicht weiß, wodurch ein Geist wie ich überhaupt zu Schaden kommen könnte. Oh, sie ist ein Geist. Das ist ja witzig. Und dieser Troll hat die Dame hier gesehen, obwohl sie ein Geist ist? Interessant. Naja, sie dankt mir auf jeden Fall. Na, ist das nicht ein faszinierendes Thema? Sprudelst du nicht über vor Ideen? Und dank ihr bekommen wir jetzt wohl irgendeine Idee, und zwar wie wir einen wilden Wasserspeier herbekommen. Super, genau so kriegen wir ihn. Und wer immer noch nicht weiß, wo wir sind, wir mussten in das erste Portal rein, das ist das blaue, und da sind wir von dort hinten gekommen. Das heißt, einfach hier rechts lang laufen. Ne? So ist die Blickrichtung, wenn wir durch das Portal streiten. Und einfach hier so immer rechts lang gehen, dann kommt ihr irgendwann an genau diese Stelle, wo es den Wasserspeier gibt. Für das Teegedeck brauchen wir verschiedenste Zutaten. Die erste Zutat bekommen wir hier wieder im Schneebiom. Es wird ein Stück Butter sein. Und wir müssen erstmal ein paar normale Fledermausviecher besiegen, damit sich irgendwann der Kollege hier präsentiert. Das ist eine goldene oder eine gelbe Fledermaus. Und wenn wir die besiegen, droppt sie die Butter. Und die brauchen wir, um eine Sahnetorte herstellen zu können. Das ist aber nur ein Teil. Wir brauchen nicht nur Butter, wir brauchen auch Herzblumen oder Herzblüten. Genau wie Zuckerrohr finden wir auch alles hier. Und noch eine vierte Zutat. Und das ist die, die wir hier in diesem Gebiet finden. Ne? Wenn ihr ins erste Portal in die Lava-Welt geht. Ihr habt ja gerade gesehen, wo wir uns befinden. Das ist der Ort, wo wir das erste Mal Eisen gefunden haben. Das brauchten wir an einer sehr hohen Stückzahl. Und wenn wir jetzt hier den Berg nach oben gehen,
Und zwar wirklich nur hier finden wir die letzte Zutat. Es wird Weizen sein. Gibt es auch nur hier oben auf dem Berg zu finden. Und wenn wir das jetzt einsammeln, kommt doch schon sofort mal die Information. Ja, wir können jetzt klebrige Kekse herstellen. Dann die Sahnetorte und noch irgendwas anderes. Das Interessante ist die Sahnetorte. Denn wenn wir die Sahnetorte hergestellt haben, können wir auch danach das Tegedeck herstellen. Das ist hier der große Knackpunkt. Und wenn wir jetzt alle Zutaten fleißig gesammelt haben, dann können wir tatsächlich hier eine herzhafte Sahnetorte zusammenbauen. Na, oder kochen oder backen, wie auch immer. Wir haben genug Weizen, wir haben Zuckerrohr bekommen, wir haben die Drakobutter bekommen und wir haben die Herzfrüchte. Und wenn wir das geschafft haben, tada, da haben wir auch endlich unser Tegedeck. Das ist das, was wir brauchen, um hier als allerletztes, ja, das Bauwerk Spar herzustellen. Nachdem wir diese beiden speziellen Zutaten endlich erfolgreich hergestellt haben, na, hier haben wir es nochmal, Teegedeck und den wilden Wasserspeier, gucken wir uns erstmal an, wie der spektakuläre Speier überhaupt errichtet werden kann. Wir brauchen Erde und Zeder und ihr seht schon, es bietet sich sofort an, dieses eine Stückchen Erde sofort hier hinzustellen und den Baum wachsen zu lassen. Wir brauchen nämlich 2 Tage dafür. Ich meine, wir haben ja genug Zeit, aber es ist ja trotzdem nervig, deswegen das schon mal hinstellen. Dann, was brauchen wir noch? Kreidesteine. Die gibt es da hinten. Einfach abhauen, unten lang gehen, überhaupt kein Problem, an die zu kommen. Schnee, denke ich, muss ich nicht großartig betonen. Schnee gibt es im Schneebiom, und zwar massenweise. Ziegelmauern können wir ganz easy herstellen oder einfach schon vorhandene Mauern abschlagen. Auch das nimmt keiner krumm. Wir könnten Erde hinbauen und die auch verkleiden. Das müsste auch funktionieren. Die Heißwasserquelle hier, den Heißwasserkristall, den haben wir eh schon von Anfang an. Den einfach aus der Hütte da hinten abschlagen und hier reinsetzen. Auch das kein Problem. Die Pflanzen einfach mit einem Spaten bergen, dass sie nicht kaputt gehen. Sind im Schneebiom auch zu finden, die beiden Sachen. Efeu gibt es auch da hinten überall. Ihr seht schon, da ist massenhaft Efeu. Einfach abhauen. Auch das kein Problem. Zedern kriegen wir im ersten Portal. Einfach abschlagen oder generell dort, wo die Winterlandschaft ist. Na, auch da sind ganz, ganz viele Bäume. Setzt einfach den Setzling hier rein, gut ist. Fass easy herzustellen, genau wie Töpfe, Waschzuber, Steinstufen, Schwingtür, Wandleuchte, Feuerschale, Handtuchhalter, Zierschwerter. Das sind alles Sachen, die können wir sowieso easy herstellen. Auch Hammer der Hela-Schild mussten wir eh schon einmal besorgen für uns. Ja, und dann eben hier der wilde Wasserspeier, den wir gesehen haben. Und das Tegedeck. Ja, hier gibt es nochmal einen kurzen Schnitt. Ich zeige euch gleich, wie das völlig aufgebaut aussieht. Bis gleich. Na, das sieht auch schon mal ganz schick aus. Es fehlt nur noch die Tür und dann müssten wir das Bauwerk auch erfolgreich aufgebaut haben. Oh, ich bin so gespannt, hat ein bisschen gedauert. Und es fängt tatsächlich an zu leuchten. Alter, sehr nice. Mal gucken, wie viele Punkte wir bekommen. 2900. Zählt aber nur als leerer Raum. Haben wir irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Wir haben den Bauplan auf jeden Fall. Wieso steht denn da nicht legendärer Spa? Verstehe ich nicht. Wieso haben wir jetzt nur einen legendären Raum bekommen? Also zumindest ist der Bauplan weg. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Naja, wir gucken gleich mal auf die Endabrechnung. Aber vorher werde ich noch ganz kurz... Warte mal, ich habe eine Idee. Ich werde vorher hier die ganze Bude noch auf Vordermann bringen. Und ein paar Punkte holen. Und dann sehen wir uns in der Endabrechnung wieder. Also ich werde hier ganz kurz ein Zimmerchen aufbauen, ein Schlafzimmer, damit wir eben Stufe 5 noch erreichen. Ja, und dann schauen wir uns die ganze Sache nochmal an. Also die Siedlung auf Stufe 5 zu bringen, das ist jetzt nicht das Schwierige gewesen. Wir können jetzt Hartholz und Fachwerkblöcke in Terra Incognita herstellen. Auch das ein großer Vorteil, wo ich wieder sage, ja, es lohnt sich zuerst die Story durchzuspielen. Und tatsächlich, wir haben es geschafft. Damit haben wir endlich das spektakuläre Spar in die Realität umgesetzt. Und jetzt können wir eine Heißwasserkristallquelle in Terra Incognita herstellen. Was sind denn Heißwasserkristalle? Wir haben doch schon mal irgendwie sowas bekommen, so eine Wasserkristalle. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das brauche, aber wir haben es geschafft. Das Bauwerk sieht ja in der Realität tatsächlich sehr, sehr gut aus. Bleibt nur noch eins offen, und zwar die Anleitung für die Harfe des Rückschlicks entdecken. Und das sollte doch das kleinste Problem sein.
Und für die letzte Herausforderung müssen wir wieder durch das rote Portal schreiten. In Richtung dieses Giganten hier. Und da sehen wir auch schon in unmittelbarer Nähe eine Höhle, die uns ja schon richtig anlacht. Wer vorher drin gewesen ist, der wird sich jetzt wundern, Nanu, wieso sind denn da Aushöhlungen drin? Und wenn wir die Hauptstory erfolgreich beendet haben, dann wissen wir, was hier zu tun ist. Wir brauchen wieder einmal ein paar blaue Blöcke. So, den kann ich aber leider nicht abhauen, was sehr schade ist. Das heißt, wir müssen hier Vorsicht walten lassen und einfach mal alles hier einsetzen. So. Und ihr seht schon, es schimmert so schön blau. Das heißt, wir machen alles richtig. Müssen halt nur aufpassen, dass wir jetzt nicht ein zu viel Feuer abkriegen. Das sieht soweit ganz gut aus. Er erwischt uns nicht. Jetzt. Jetzt ist er weg. Die Tür ist schon mal frei. Wir öffnen sie. Ah, da hinten sind noch mal ein paar Gegner. Wir gucken uns das ganze Geschehen an. Wir werden die auf jeden Fall besiegen. Weil so viel werden die nicht drauf haben. Ja, warte mal, wir machen es einfach. Ja, wir werden die einfach wegklatschen. Und zwar mit unserer schönen Maschine. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die besiegen müssen. Ich war ja auch noch gar nicht drin. Aber ich weiß, dass wir das hier holen können. Ja, ich gehe einfach mal direkt auf den zu. Wenn der uns attackiert, das ist komplett egal, weil wir halten eh sehr viel aus. Aber der wird doch nicht umsonst so stark sein. Vielleicht gibt er uns auch ein schönes, rares Item. Wir wissen es nicht. Ja, mal gucken. Gleich ist er weg. Ne, wir kriegen hier nur irgendein sinnloses Item, was wir von anderen auch schon bekommen haben. Ja, es ist ein kleiner Irrgarten. Aber wenn wir ihn durchlaufen haben, kommen wir irgendwann an einen Punkt raus, wo es dann auch die Belohnung hagelt. Und zwar hier. Da haben wir eine schöne Truhe gefunden. Auf dem Boden der Truhe liegt ein Tagebuch. Diese hebt es auf und beginnt es darin zu lesen. Ich bin erledigt. Ich stand so kurz davor, mein Lebenswerk zu vollenden. Doch es war alles vergebens. Selbst meine Versuche, die Harfe des Haders nachzubauen, sind gescheitert. Alles, was ich vorzuweisen habe, ist dieses irritierende, schrille Instrument. Obschon meine Forschung sich als Fehlschlag erwies, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages jemand auf meinen Zwergenschultern stehen und mein Werk vollenden wird. Wer auch immer diese Notiz liest, sei er nun Mensch oder Monster, der wisse, ich fordere ihn dazu heraus, meine Entwürfe zu vervollständigen. Der Rest des Buches ist mit komplizierten Diagrammen und technischen Weisen gefüllt. Es scheint sich um die Anleitung für den Bau einer Art Musikinstrument zu handeln. Und da kommt uns schon mal direkt eine Idee, die Harfe des Rückschlicks. Funktionell, ein schleckzentrisches Instrument, welches das Andenken an alte Zeiten zurückbringt. Nach dem Platzieren X drücken, um sie zu aktivieren. Bonuspunkte satte 500. Und das gucken wir uns auch direkt mal an. So, hier ist nochmal hier der Ausgang. Ne, da ist eine Abkürzung. Okay, hier gibt es einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder im Dorf. Ja, und da steht sie auch schon, das gute Stück. Die Harfe des Rückschlicks. Das Coole ist, wenn wir die aktivieren, dazu brauchen wir übrigens, um die herzustellen, 5 Stücken Silber. Ich spiele mal kurz ab, ihr werdet schon sehen, was passiert. Ja, dann verwandeln wir die ganze Musik hier in eine 8-Bit-Musik. Das ist eine sehr coole Idee. Also es lohnt sich tatsächlich, dieses eine Gerät hier herzustellen. Es sieht optisch nicht nur verdammt schick aus, es hat sogar eine sehr coole Funktion. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir auch mal direkt zum Abschluss. Und ich denke, das werde ich gar nicht großartig wegschneiden, weil das ja dauert ja nur ein paar Sekunden. Damit haben wir nämlich alle Herausforderungen soweit gemeistert und können uns wieder einmal auf die Schulter klopfen. Bleibt bloß noch ein einziges Gebiet übrig. Das wird dann Kapitel 4 sein. Und das wird dann auch im morgigen Part schon kommen. Ich werde Kapitel 4 nicht zeigen, denn ich habe da eine Twitch-Runde gemacht. Wer wissen möchte, was da auf einen zukommt, der kann sich spoilern, wenn er will. Der braucht dann bloß auf meinen Kanal auf Twitch gehen. Dann kann er sich die knappen 4 Stunden einfach mal angucken. Das sollte ein Speedrun werden, aber wir haben dann trotzdem, naja, so ein bisschen Zeit verbraten. Ja, das heißt so im Schnitt, wenn man hier alles durchzockt,
braucht man 4 Stunden für jedes Kapitel. Also wenn man es wirklich von vorne bis hinten knallhart durchzieht. Dazu muss man aber auch wissen, was man tut. Also 16 Stunden ist, denke ich, Minimum für alles. Um die Herausforderungen zu meistern, packt vielleicht bei jedem Kapitel nochmal 1-2 Stunden drauf. Denn das Besorgen der Materialien, das Aufbauen der ganzen Sachen, das dauert ja alles. Wir müssen doppelte Wege in Kauf nehmen. Ja, ich denke, 2 Stunden sind da völlig okay. Also 6 Stunden pro Kapitel, wenn man hier versucht, die Platin zu holen, ist, denke ich, ja, Minimum. Wenn nicht sogar 10 Stunden, runden wir mal auf. Das heißt, man könnte in 40, 50 Stunden hier mit dem Spiel gut durch sein. Ja, wenn man sich ein bisschen, ja, auch Zeit nimmt und da nicht ganz so durchspringt. Aber egal, wir haben es jetzt geschafft. Na, es gibt den gewohnten Lichtblitz und jetzt bin ich gespannt, was passiert, was wir Schönes bekommen als Belohnung für Terra Incognita. Wir skippen mal das Ganze. Ja, wir haben es entdeckt, du kannst jetzt Hafen des Rückschlags in jeder Region herstellen. Ah, nice, das heißt, ich kann jetzt leider erst entscheiden, ob ich mit einer 8-Bit-Musik spielen möchte oder nicht. Wird mir nichts mehr bringen, weil ich bin in Kapitel 4 schon durch. Schade, schade, schade. Aber egal, für Terra Incognita sicherlich nicht verkehrt. Wenn ich nicht eh auf die Musik pfeifen würde, da spiele ich ja meine eigene Playlist ab. Das heißt, dieser Bonus ist zwar nett, wird mir hier aber im gesamten Spiel überhaupt nichts mehr bringen. Naja, schade. Schade, schade, schade. Aber wer da Spaß dran hat, der weiß, wie man es machen kann. Ja, das war's für den heutigen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und morgen gibt es dann auch direkt mal die letzten Herausforderungen des letzten Kapitels. Seid gespannt und bis dann. Alles Gute und tschüss. Trophäe, die nimmt man natürlich noch mit.